Moin Leute, willkommen zur neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Okay, ihr Ziel ist Einsamkeit. Ich will zwar gerne hinterher, mal gucken, was genau Sache ist. Let's go! Einsamkeit, wo willst du hin? Nee. Ah, sie geht nicht in der Einsamkeit. Die geht irgendwo hier hinten hin in den Bereich. Entweder geht sie in den Bereich oder sie reitet bösartig hinten rum und kundschaftet hinten was aus. Oh, moin, ich hätte gerne eine Fahrt nach Rifdon. Ich kann euch zu jeder. Wohin soll's gehen? Aber nach Rifdon, bitte. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Jo. Jetzt fuchst jetzt wieder. Hü. Dann reiten wir mal hier um die Mauer rum, um den Weg hier. Also um die Stadt. Und ich hätte auch mal echt ein bisschen Bock, so vielleicht auch mal erst kurz online ein bisschen zu machen, so. Einmal die Woche oder so. Aber da habe ich noch keinen Plan, ob ich es wirklich mache. Oh nein, Serana. Niemand stellt sich nie gegen Virag, was? Hinten haben wir den Wachturm noch. Irgendwo hier. Ruine, da würde ich zu der Ruine gehen. Erstmal kurz, damit sie meine ganzen Sachen, die ganze Roben und so nehmen kann. Serana. Gut, da ist eine Truhe. Da ist die Bogen drin. Wow, danke dafür. Da kann sie die Angel erstmal nehmen. Ebenerzdolch, den brauche ich nicht. Und das sehe ich nur bei das Schnurrschwert, und den wir damit kämpfen will, noch eher. Oder das Ding darf sie noch nehmen. So, dann das darf sie noch nehmen. Gut so. War es halb so schlimm. Die Dinge allein zu erkunden ist allerdings eine einsame Angelegenheit. Was braucht ihr? Ah, das ist gar nicht vorgesehen. Scheinbar. Fertig? Ja, komm. Komm, Serana.
Serana, dann sind wir immerhin gleich wieder zurück in der Festung. Meine Gäste, gut, das sind alles so eigentlich mal eigentlich nahezu Rupadon. Ja, jetzt gibt wieder sowas, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was Nirak eigentlich ist von der Spezies. Ob er Nord ist, ob er auch Rupadon ist. Weil die Kultisten sind alles eigentlich Rupadon. Der EMS-Krieger ist Rupadone. So. Gut, Serana, bitte. Ah ja. Doch lieber eine Kultistenmaske, oder? Dass ihr denn eine Kultistenmaske aufgesetzt, Alter. Herzhaft. Oh, das Tal ist echt so schön. Ich würde mir viel mehr von solchen Genien in Elder Scrolls 6 wünschen. Ah, vermutlich geht's danach. Warte, ich kann mich looten, egal. Draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Es ist dunkel, aber ich bin daran gewöhnt. Wenn man so lange eingesperrt war, ist auch irgendwie ungewohnt. Wenn so lange nicht draußen war, er gesagt. Ihr braucht etwas? Nee, gerade nicht. Ihr braucht etwas? Also, die Mauern ziehen sich immer weit nach vorne. Komm, Serana. Hier war auch so eine coole Rüstung. Ups, die wollte ich gar nicht nehmen. Hier war auch so eine coole Rüstung irgendwann. Hier hinten brauchen wir auch nochmal eine Verteidigungslinie. Ihr braucht etwas? Nee, gerade nicht. Danke der Nachfrage. So, zurück in der Festung Dämmerwacht. Ich bin beeindruckt, dass ihr so schnell einen Mottenpriester finden konntet. Um die Schriftrolle zu lesen. Ja, sagt dem alten Mann einfach, wenn ihr soweit seid. Was kann ich für euch tun? Ah, mein Retter. Schön, euch wiederzusehen. Nicht gerade die Gastfreundschaft, die ich gewohnt bin, aber euer Isran hat halbwegs für meine Bedürfnisse gesorgt. Und wie ich anmerken möchte, dies ist eine bemerkenswerte Festung. Etliche Kollegen daheim würden diesen Ort sicher liebend gern bis ins Detail studieren. Oh, selbstverständlich. Lasst uns herausfinden, welche Geheimnisse die Schriftrolle uns verraten kann. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen.
Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Ich muss mich nun ausruhen. Das Lesen hat mich erschöpft. Kommt, Adamant. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Jawohl. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Ja, warte. Jetzt gehen wir nach oben. Serana. Jetzt gehen wir auf dem Dach. Hier ist doch ein gutes Gespräch, ne? Zeit für ein kurzes Gespräch? Ja, habe ich. Dieser Mottenpriester Dexion, er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Die Hälfte der Leute in eurer kleinen Truppe würde mich eher umbringen, als mit mir zu reden. So etwas fördert nicht unbedingt die Gesprächigkeit. Selbst mein Vater hat mir einen herzlicheren Empfang bereitet und das will was heißen. Seit er beschlossen hatte, die Prophezeiung zu seiner Berufung zu machen, haben wir uns voneinander entfernt. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Moment, das ergibt fast einen Sinn. Es gab einen Innenhof in der Burg. Ich half ihr dort bei der Gartenarbeit. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Das stimmt. Aber ich weiß, wie wir in den Innenhof gelangen können, ohne Verdacht zu erregen. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Sie ist auf der anderen Seite der Burg. Gehen wir. Jawohl.
Ja? Oh. Was wolltet ihr? Was braucht ihr? Ja, aber will die Dämmerwacht die X-Axt mit? Ich bin dabei. Für die Dings. Fertig? Der Dämmerwacht Kriegsaxt. Was ist es? Bitte einmal die Dämmerwacht Kriegsaxt mitnehmen. Den Silberring bitte. Ja, die Stahlpfeile, wieso die auch da immer noch rumliegen? Ich bin dabei. Das ist deine Gewalt einfach noch mitzunehmen. Danke. Ist alles? Ja. In Ordnung. Ja. Dass die Vampire uns hier angreifen. Das wäre einfacher, als sie in ihren Schlupfwinkeln aufzustören. Ja. Ja. Was braucht ihr? Nehmen wir bitte Dings mit. Bleibolzen. Das ist alles in Ordnung. Die wirst du gebrauchen können. Die wirst du gebrauchen können. Serana. Ich würde so gerne da hochkommen. Ja, was wolltet ihr? Bevor Vater von der Prophezeiung besessen war, verbrachten Mutter und ich ziemlich viel Zeit zusammen. Sie war sehr stolz auf ihren Alchemistengarten im Innenhof der Burg und brachte mir einiges über den Anbau hochwertiger Zutaten bei. Wir waren wie beste Freunde. Ich erzählte ihr immer alles, ohne zu zögern. Es kam alles sehr plötzlich. An einem Tag sind wir noch eine normale Familie, am nächsten erkenne ich uns nicht wieder. Wenn ich Mutter im Garten besuchen wollte, schickte sie mich fort, weil sie zu viel zu tun hatte, sagte sie zumindest. Sie muss in diesem Garten irgendetwas ausgeheckt haben. Ich hoffe, sie hat uns einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort hinterlassen. Dazu gibt es nicht besonders viel zu sagen. Ihr habt bereits die Besessenheit meines Vaters erlebt. Meine Mutter ist da nicht viel besser, aber das werdet ihr schon bald selbst sehen. Mein Vater... Nein, nicht besonders. Ich habe viel Zeit mit meiner Mutter verbracht, doch sie sah in mir eher einen Schützling als eine Tochter. Wie sieht es mit euch aus? Wie waren eure Eltern? Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich meine, ich weiß, das ist nicht das Gleiche, aber ich war auch ein ziemlich einsames Kind. Nicht so sehr. Lasst uns einfach weitergehen. Ja? Was wolltet ihr? Willst du das Ding nehmen? Willst du das Dämmerwachtfeld mitnehmen? Dann wollen wir Dämmerwacht-Axt nochmal mitnehmen. Einfach nur, um das zu haben. Ich will auch Dämmerwacht-Rüstung bitte haben. Das ist alles? Jo, das ist erstmal alles. Ja? Was wolltet ihr? Ist das eine schöne Karte? So, jetzt hatten wir ein paar Seelensteine mit. Oh, die Ethereum-Krieger. Ja, was wolltet ihr? Gerade nichts, sondern hallo. Nun, das ist nicht wirklich ein Palast, richtig? Aber sie ist stabil, sicher und lässt sich verteidigen. Ja. Ich bin lieber hier als irgendwo sonst im Himmelsrand. Wenn Isran mich braucht, muss es ziemlich schlimm sein. Ich frage mich, womit wir es hier zu tun haben. Ja, diese Vampire sind eine neue Bedrohung. Und eine absolut tödliche noch dazu. Gunmar und ich sind der Meinung, dass wir Florentios Hilfe brauchen werden.
Gunmar und ich haben hier viel zu tun. Darum haben wir gehofft, dass ihr ihn vielleicht aufspüren könntet. Er ist ein Priester Arkais. Nun, er war es. Es ist kompliziert. Er ist ein wenig exzentrisch. Aber wir können ihm vertrauen. Nun, das ist es ja. Wir wissen nicht, wo er steckt. Wir haben ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich glaube, er hatte regelmäßigen Kontakt mit den Wächtern und ich weiß, dass Isran sie beobachtet. Vielleicht könntet ihr Isran fragen, ob er etwas weiß. Denkt nur daran, dass ihm die Idee nicht unbedingt gefallen wird. Ja? Was wollt ihr? Mir gefällt, was Isran aus diesem Ort gemacht hat. Es ist schön, jemanden zu sehen, der wirklich vorbereitet ist. Ich kann es ja versuchen. Wir können ja nicht. Ja, was wolltet ihr? Ich will ja ein paar Dings machen, ein paar Bolzen. Können wir Stahlbolzen machen? Nee, Stahlbolzen. Ja, was wolltet ihr? Hä? Ich habe keine Bolzen. Ich habe doch Eisen eingesammelt. Ah, wir haben kein Holz, glaube ich, oder? Das ist das Problem. Wenige schätzen die vielen schrecklichen Dinge, die passieren können, wenn man nicht vorsichtig ist. Ja. Habt ihr eine Waffenkammer? Hier sieht sie in der Waffenkammer aus. Wir brauchen nur noch eine Robe. Der war Kriegsacht. Wir haben den Helm, wir haben die Handschuhe, wir haben die Schuhe, die Stiefel. Wir haben. Mit Schießstand. Das war schon alles, oder? War es nicht. Irgendwo hier in den Eingang ist noch. Aha. Da habe ich was. Nee. Hier ist nichts. Hier hinten ist das aber ein Eingang. Hier ist zurück, das ist Ausgang hier. Anderer Eingang ist da drüben. Nee. Da. Aber wo? Hier. Hier ist der Eingang da unten.
Alter! Was ist denn hier unten auf eine riesiges Ding? Ja, auch ein Eingang, aber es ist nicht der Ausgang hier. Da oben geht es irgendwo hoch. Weil da kann sie gar nicht auch mehr rein. Nee, Serana wird da bestehen. Hallo Serana. Ich würde sagen, bleiben wir mal außerhalb, also bleiben wir mal in der Festung, der mal wacht generell. Und hoffe, dass wir irgendwann mal Dings kriegen, die. Ach stimmt, hier haben wir gepanzerte Wölfe. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen, bis ihr gefallen habt, wenn ihr vergesst, die Kanal zu abonnieren, verpasst nichts, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.